Ich habe auch so mies Bock, mir gleich nach den Games Chili con Carne zu machen. Wie kommst du dir drei auf einmal? Keine Ahnung. Ich weiß es legit nicht. Ich habe keine. I have no fucking idea. Ich muss meine KDA noch ein bisschen verbessern. Meine KDA ist immer nicht so geil. Obwohl es okay ist, diese Season sogar. Denkst du, Masters drin nächste Season? Das weiß ich genauso sehr, wie ich weiß, ob dir letzte Season drin war. Ich wollte das, aber ich habe jetzt nicht viel geändert eigentlich. Keine Ahnung. Wenn es passiert, dann passiert es. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube nicht. Ich erwarte, dass ich ab dir zwei gegen eine Wand renne mit meinem Braindead-Spielstil. Aber wir kriegen unseren Yi, beautiful. Ich spüre aber mein Project hier gerade. Was haben wir denn hier? Hekarim, Karma, LeBlanc. Es könnten Crit-Game sein. Chase, LeBlanc, Kaiser, Karma könnten Crit-Game sein. Spüre ich. Navori schon mal ausprobiert, das ist das Crit-Bild. Kraken, Phantom Dancer, Navori. Das probieren wir jetzt mal. Das werde ich jetzt auch wieder spielen. Das gefällt mir hier. Gerade gegen LeBlanc, auch mit vielen Qs und so. Nice mid, my duo is bad. Oh, Lulu Mitte. Oh, nice. Wir gehen wieder green. Ich möchte weiter green ausprobieren. Denn grün ist gut. Grün ist ja auch die Ampel, wenn man fahren darf. Deswegen nehmen wir den grünen Smite, damit wir durchs Gegnerteam durchfahren dürfen. Das ergibt sehr viel Sinn, wie er sich hinsetzt. Ein Feiner ist das. Dankeschön, Leute. Ist halt trotzdem scheiße, weil ich jetzt nicht tunen kann. Und dadurch ist mein Clear quasi der gleiche, aber ich appreciate es trotzdem. Es ist cool, dass die Smiting-Pets die Buffs jetzt aber executen können. Das macht den Clear Edge anders. Das muss ich noch besser nutzen. Oh nein. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, aber ich töte ihn jetzt. Los. Kleines Gecko. Greif sie alle an. Jetzt kommen wir halt super, super spät zum Invade, aber naja, mal schauen. Hat auch Ghost, er kann echt einfach wegkommen, also ich muss ihn schon überraschen. Oh, guter Polymorph. Den hätte ich haben müssen. Die hätte ich beide töten können. Das ist ein 1-2-1 Trade nebenbei, I guess. Beide Kills auf LeBlanc, doch. Nee. Warte mal, ich kann ihn echt wieder am Red invaden. Was mache ich hier? Auf zu seinem Red Buff. Oh, my bad. My bad. Fuck! Das ist das Ziel. Wer den kriegt, wäre insane. Flash, komm. Flash, hast du besser, wenn du das Flash hast. Ah, du spielst Ghost Ignite. Trotzdem gut für mich. Muss es aber top sein, ich kann nicht zum Drake passen. Actually, ich muss zum Drake passen, aber meint. Wie ist die neue Full-HP Jungle Meter? Man ist überhaupt nicht immer Full-HP. Quite the opposite. Es ist die Tank Jungle Meter. Und was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Ey, Junge, der abused die Lulu ja so krank. Also die Tatsache, dass die Lulu halt einfach eine schlechte Lehnerin ist, abused er so krank. Also Lulu, der Champ, nicht der. Ach, ist auch egal, was. Ja, hier über uns wartet leider ein Pferdchen. Ansonsten würde ich da auch all-in gehen, aber. Ich wollte mir auch nur auf die Nerven gehen, mehr nicht. Frage ist, bleibt er jetzt? Let's try it out. Let's see for ourselves. Cool. Okay, Red Buff, Crux back, Topset. Oh, die arme Lulu. Eine Art Muss bei den Jungle Picks, ich weiß es noch nicht. Grün fühlt sich nice an, blau ist es auf keinen Fall, rot ist so da. Ich habe jetzt grün heute das erstmal ausprobiert und es fühlt sich, ist echt ganz cool. Darf ich jetzt auch mal zurückganken? Oder is it just a fantasy? It's just a fantasy. Wenn ich jetzt Pokémon-Starter nimmst und Karmesin. Call me weird als extremer Pokémon-Fanboy, aber ich gucke mir tatsächlich direkt die Leaks an, sobald das Spiel raus ist, wie die Endevolutionen aussehen und entscheide mich dann. Ist mir super wichtig, wie die Endevolution aussieht. Und wenn die Katze nicht geil aussieht, dann will ich sie nicht. LOL. Oh, sie überlebt das. Wie geil. Warte, die Endevolution gibt's schon? Man weiß schon, was die sind? Sie sind in der Woche schon raus. Oh, lol. Oh, nice. Oh mein Gott. Sick. Warte, ist das ein ADU dir? Oh, oh. Platings sind noch eine Weile da. Ich muss jetzt aber gerade erstmal invaden. Und wie sagt du Bisaflor? 14 Stacks. Tschüss. Gar keinen Bock drauf. Das ist das schon wieder direkt so ein Riesen-Kollaps, wird ist ja so annoying. Wieso stirbt die Lulu da jetzt? Das verstehe ich nicht ganz. Warte, ich mach den einfach, wenn er jetzt hier kommt, oder? Weil den mache ich mies. Wo geht der hin? Was macht der?
Ah, die Kamakyu habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, ich hätte direkt tun müssen. Hätte ich die Kamakyu gesehen, wären die alle drei tot gewesen. Dass ich das erste schon überlebt habe, war schon ridiculous. Die wollen dich schon wieder all in hier. Insane. Ich glaube, wir machen die mies, wenn ich den 4 dodge. Oh, die hätte ich einfach queuen können da. Die ist ja so bad. Ich dachte nicht niemals, dass sie das macht. Ja, ich hätte sie einfach queuen können. My bad. Legit, my bad. Ach, Mann. Da gab es 10.000 bessere Plays und ich musste unbedingt dieses nehmen. Einer der wenigen Szenarien, wo Blue Smite wahrscheinlich sogar echt gut gewesen wäre gerade. Ist doch quasi Blue Smite, du bist noch nicht schneller. Nee, ich meine, der Effekt, als ich aus dem Busch rausgelaufen wäre, dann wäre ich ja schneller geworden, so. Weißt du? Warum läuft er so aggressiv? Oh, weil er gute Items hat, wa? Ja, leider auch alle Miss auf der Map, was dazu führt, dass ich nicht einfach Shelly machen kann. Hä? Okay. Hätten direkt fighten sollen. Ich hätte ihn töten. Heilige Scheiße, macht der Udyr Damage. What the fuck? Soll ich jetzt nochmal Hydra ausprobieren? Ich brauche Blade dieses Game eigentlich. Oh, ich wollte doch eigentlich auch für das Crit-Bild gehen, fällt mir gerade ein. Oh, das habe ich ganz vergessen. Nee, naja. Ja, aber dann können wir eigentlich nochmal für Hydra gehen hier. Ich will nochmal sehen, wie gut das so ist. Ich habe auch noch nicht einmal ein Voting gesehen, wo jemand GIF geschrieben hat. Alle wollen immer taggen, alle wollen immer contesten, so. Es ist eine gute Idee, aber nicht so 100% durchdacht. Der Rhythmus, in dem es aufgerufen wird. Vielleicht sollte es nur der Jungler triggern können, ich weiß nicht. Irgendwas muss man ändern daran. Das ist nicht so überlagernd ist. Okay, wir haben Bisaflor. Geist, kommen Sie her, bitte. Hm. Aha. Oh, da fliege ich ja so mies rein. Oh mein Gott, und sie verkacken das so mies, wirklich? Och, der macht so viel Damage. Der Heka macht scheiße viel Damage. Das ist echt ein mieses Damage-Bild. Ich kann da nicht einfach so reinspringen. Wenn ich reinspringe, warum springe ich nicht früher rein? Indecisive. Ich bin nicht aufmerksam. Ich denke nicht weit genug. Aber ist egal. Es bringt Spaß. Ich würde jetzt auch straight up einfach Baron gehen, ehrlich gesagt. Wenn wir noch kurz Level 12 holen. Oder fangt ihr? Ich fang schon an. Nee, ihr fangt nicht. Okay. Wir können einfach, ne? Habe ich nicht gekauft? Lol. Ich habe rausgeklappt direkt danach, weil mein Produktivitätsfilter reingegangen ist. Und da habe ich den Standard-Q, um zu kaufen, vergessen. Jetzt bin ich mit 2000 Gold wieder auf der Lane. Nice. Und da geht's wieder los. Plötzlich habe ich 150 Frames. Warum? What is it? Warum? Nach einer gewissen Zeit? Wow. Nicht für ulten müssen, oder? Ich spiele auf 50 FPS. Ja, per se will ich mich auch gar nicht über 142 Frames beschweren. Aber ich habe halt leider ein... Das war so ein schlechter Backport. Das war so ein denkbar schlechter Backport. Aber ich habe einen 240 Hertz... Monitor und daher ist das kind of necessary. Ich Shelly noch Botlane gezwungen. Jetzt haben wir eine Person unten abgestellt durch Shelly. Jetzt können wir bitte pushen. Shelly bleibt niemand unten mehr. Dann macht Shelly halt einen Charge. Es bleibt doch jemand unten. Sehr gut. Der Shelly, der lizenzierte Shelly Split Push. Once again successful. Ich bin doch auf dem Weg. Dieser Udyr ist ja brutal. Hydra ist es nicht, Guys. Ja, auch die Teil-Items gefallen mir nicht. Aber ich hab's auch wieder nicht fertig. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas gefällt mir noch nicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Neuer Titel? Kommando. Super Kommando! Oder? Nee, Tiger Kommando? Ich weiß es nicht mehr. Aber nice. Rot, blau oder grün Pet, sag mal dein Favorit. Favorit Aussehen wahrscheinlich. Ashley, grün ist schon auch vom Aussehen am cutesten. Sag ich, wie es ist. Grün und momentan vom Gameplay her auch grün.